Ja, ich hab dich gerade beobachtet, wie du irgendwie verrückt durch die Gegend springst. Das bin ich nicht. Nein, hat nur dein Skin. Hoppala. Sieht man die jetzt immer noch auf der Minimap? Oh Gott. Teilweise dürfte man die jetzt nur noch sehen. Will ja nicht Ja, sagen, man und sieht sie teilweise. kannst mich doch gar nicht sehen, oder? Jetzt nicht mehr. Ich bin nämlich im Spawn. Wo bist du? Am Spawn. Geh mal oben auf diese Plattform beim Spawn. Dann dürfte ich dich wiedersehen. Könnte auch sein, dass das einer von den Gegnern ist. Warte, ich gehe gleich. Erstmal was nachgucken. Ob das geht. Ah, da sehen wir es. Hero Sneak Plus. Border Guard. Tropic Multiverse. Ja. C-Or. Oh, LWC ist drinne. Geil. Wir könnten unsere Kiste abschließen. Haben wir Permissions dazu? Nein. Nein. Halt, nee, doch. Doch. Wir sind ja normale User. Ah, da bist du ja. Ich sehe dich am Spawn. Jetzt Gut. wieder nicht, weil jetzt bist du hinterm Spawnturm. Jetzt sehe ich dich wieder. Hallo. In welche Richtung muss ich jetzt eigentlich? So, wie steht's jetzt mit der Minimap? Genau in diese Richtung. Warte, Minimap. Man sieht das Wasser noch. Ein Stück vom Wasser sieht man noch. Ich muss das aber so bauen, dass man auch noch drankommt. So, jetzt immer noch? Es ist schwer zu erkennen. Kann so bleiben, also. Alles klar. Obwohl, ich werde vielleicht morgen, also am nächsten Tag. Also, es ist auch schwer, dir das komplett abzudecken, weil. Ja, glaube ich dir. Ist halt Baum, ne? Ja. Und dann, ich muss das auch. Ich baue mal eben die restlichen Dirtstücke da an der Seite ab. Aber die könnte man. Ich finde den Weg nicht mehr zurück. Wieso? Du bist doch fast da. Dreh dich um. Nein. Na. Siehst du hinter dir einen ganz großen Baum? Ach, da. Nein, falsche Richtung. Ja, aber da ist auch ein großer Baum. Na. Warte. Ich komme runter. Schnell, ich habe null Hunger und null Leben. Und hinter mir schießt ein Zombie. Ja, ein Zombie schießt. Das ist ungefähr so logisch wie ein Toastbrot. Hey, Orientier Toast und du hast den Orientierungssinn einer Bratwurst. Was ist die Bratwurst denn? Ja, genau. Zombie- und Skelettinvasion. Oh, hallo. Hallo. Wer ist da? Ich hab's ja nur an der Tür klopfen gehört. Ja, das könnte uns noch verraten irgendwann. Oh, wir haben ganz viel Glowstone-Dust. Ich glaube, ich mach mal daraus Glowstone. Wir sollten uns. Wie steht mit Schlafen? Ich würde sagen, machen wir die Nacht durch, die 10 Minuten noch, weil dann ist die Aufnahmesession auch schon vorbei. Was, so früh schon? So früh schon? Okay. Ja, um 20 Uhr. Ich würde sagen, ich kann heute länger, so. Habe ich doch gerade eben gesagt. Ja, aber ich würde sagen, wir machen heute erstmal kürzere Parts, weil das reicht, dann können wir nach dem Wochenende noch mal ein bisschen mehr aufnehmen. Von mir aus. Bis auch hin. Ich will aber nur nicht, Mama. Ah, das tut im Hals weh. Ich schau mal eben, ob die Melonen da oben weiter sind, weil mir geht so langsam das Essen aus. Ja, mir auch. Ich hab nur noch ein Brot. Ich hab meine gerade Brote vor allem alle gegessen. Ich nehme mir mal hier das letzte. Hey! Habt ihr noch die vier reingeworfen? Ja. Ich weiß, was ich erstmal machen werde. Was da los? So. Nee, komm, das Seed. Das ist kacke. Ich mache aber mal Pumpkin Seeds. Kann das nicht langsam mal losgehen mit den Melonen? Also, ich finde, man sieht das nicht mehr oben. Nee, man sieht es auch oben nicht mehr. Man könnte höchstens die Lichteinstrahlungen sehen. Aber die sieht man tagsüber. Welche eben. Lichteinstrahlung? Hier oben ist kein Licht. Das sieht aber so aus. Dann ist das schon durch das Sonnenlicht. Wohl eher. So. Also wir haben 29 Glowstone. Ach, ich brauche aber hier oben Licht. Genau, weil sonst kannst du die Seeds nicht pflanzen. So, ich werf mal das Gold in die. Sieht man trotzdem noch nicht. Ja. Ich gehe jetzt mal nach oben und bring dir die Kiste. Ja, endlich. Sieht eigentlich recht gut aus. Ja, man erkennt's fast gar nicht.
Nur wenn man's weiß. Ja. Wenn man weiß, dass da was ist, dann sieht man's. Weil dann guckt man ja genau da drauf. Wo ging's denn nochmal hoch? Ach ja, hier. Hier habe ich meine Treppe gebaut. Ich habe hier dann noch auch irgendwo noch... Oh, wer hat sich da gerade wehgetan? Ich. Okay. Wing, ja. Ja. Und die Chest. Danke. Ich habe dir mal eine große mitgebracht. Ja. Obwohl, nee, das brauche ich noch nicht essen. Ich werde nochmal auf Beobachtung... Ah, die erste Melone ist endlich fertig. Da hinten hin könnten wir auch noch. Oder hier auf diesem Baum daneben. Ich habe da aus Versehen was kaputt gemacht. Wo? Solange es nichts Wichtiges war. Nee, das ist kein Problem, das ist kein Problem. Hey, und rennt da unten einer? Nee, sah nur so aus. Oh, das ist ein Enderman. Den sollte ich lieber nicht angucken. Ich würde es aber echt mal interessieren, wo die sind. Ach, mich noch nicht irgendwie. Sollen sie bloß fernbleiben. Können wir uns in Ruhe aufbauen. Ja, unser Imperium. Hast du was gegen unser Imperium? Nein. Es ist eine Falle. Hat sich irgendwie voll angehört wie... Er ja, selber. Wer ist es? Captain Akbar. Captain? Ah, Admiral, tut mir leid. Tut mir leid, ich hätte es erzählen sollen. Ich bin ein Star Wars Freak. Hey. Bin ich auch. Nerds. Hey, du bist auch ein Nerd, also. Du sitzt ja an einem Donnerstagabend mit Leuten, die du überhaupt nicht kennst und spielst ein Spiel, was aus Blöcken besteht und sagst, wir sind Nerds. Genau. Miau! Aber auf euch trifft dasselbe Tropfen. Egal. Das interessiert keinen. Wir dürfen es aber. Das ist richtig. Du Volltrottel! Du dummes Arsch! War nicht mal mit Smiley, genau. Es war nicht deine Absicht, mich ganz nach unten zu stürzen und mich dadurch quälen zu töten. Nein, was ist? Ich habe nur gefragt, ob ihr uns sucht, weil irgendwie passiert euch sowas immer, wenn ihr uns gerade sucht. Ach nein, wir wissen schon, wo ihr seid. Ja. Aha, okay. Ja, wir wissen auch, wo ihr seid. Schon lange. Ja. Miau! Hör zu. Und er hat die scheiß Katze reingelassen. So. Ich hab meine Sachen wieder. Übrigens, wenn ihr einen Miau hört, das bin wahrscheinlich ich. Danke, dass du es ihnen jetzt auch erstmal sagst. Wieso? Dann denken sie, die Ocelots sind hinter ihnen her. Ich will sie psychologisch zermürben. Das ist nicht schwer bei Dominics Psyche. Von einem 93-jährigen Alzheimer-Kranken. Sagen wir es so, in der zweiten Staffel haben Dölit und ich ihn, das war mein Partner aus der zweiten Staffel, wir haben ihn so Paranoia gemacht, wie ich in den ersten beiden Staffeln war. Und meine Paranoia ist nun weg, dank der zweiten Staffel, da wir da gewonnen haben. So, die Melonenfarben ist jetzt erstmal ausgewachsen. In der ersten Staffel, die Paranoia war echt gruselig. Lass mich! Du warst aber auch nicht ganz ohne. Ja, nachdem sie jede zweite Nacht unsere Betten gestohlen haben und unsere Gäste ausgeräumt haben, wurde es mir langsam auch ein bisschen gruselig. Ich mach mal C-Password rein, ne? Also bei uns auf die Kisten. Nee, ich würde es mal lassen. Wieso? Ach, Dominik, motzt uns sonst irgendwann nach. Wieso, dann frage ich eben. Soll ich fragen? Nee, Lass mal. Mach einfach rein. Soll er uns ruhig anmotzen. Okay, C-Password. Er hat am Anfang in den Regeln nicht gesagt, wir dürfen keine Plugins ausnutzen. Also? Am besten wär's, wenn du das Passwort irgendwie jetzt nicht verraten könntest, weil dann schreibe ich dir das nachher in Skype, weil der guckt sich ja bestimmt auch deine Folgen an. Nee, der darf den nicht angucken, aber seine Abonnenten gucken auch jetzt zu. Okay, gut. C-Passwort, dann mache ich einfach mal eins, was ich euch nachher schreibe. Ja, gute Idee. Oh, hallo Creeper. Er schreibt's dann. Er schreibt's einfach knallhart in den Chat und schreibt was.
So, ich schreib's eben in die Konfer. Creeper vor der Tür. Nicht rausgehen, nicht rausgehen, Junge! Du Voll. Volltrottel! Ich Super. War nicht draußen, ich stand mittendrin. Ja, und hast den Creeper reingelassen, anstatt und dass du ihn einfach verrecken lässt. Und hast unsere ganze Base hochgejagt. Jetzt müssen wir erstmal alles reparieren. Nicht mit Absicht. Nein! Wir brauchen mehr Stahl. Dann kann ich mich endlich die Pistenkonstruktion bauen. Sieht gar nicht so schlimm aus, was hat denn hier? Da fehlt ein Block. Ist egal. In der das Decke. Passwort habe ich reingeschrieben, ne? In. Hast du? Ja, in die Konferenz. Ah ja, hast du. Ich guck mal kurz. Hallo, Passwort. Ah, da unten ist es. Ich schreibe mir das mal lieber so auf. Ja. Muss ich es nicht anmachen, damit ich die Tasten sehe. Ach, verdammt. Jetzt habe ich mich verschrieben. Wer baut denn so gerne Keller? Ich leg dein ganzes Zeug mal in die Truhe rein, ne? Okay. So. Passwort ist gespeichert. Eine Minute nehmen wir noch auf. Dann kannst du Fragen stellen, wie du willst. Es wäre auch besser, wenn er sich diese Fragen... Nach der Aufnahme. Ja, ja, nach der Aufnahme. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Und, ich glaube, ich werde diese Chest nicht benutzen, während ich aufnehme. Ja, ist vielleicht auch besser. Dann lege ich das Zeug, was unwichtig ist, nachher in die anderen Chests. Hm. Ich will ja nichts sagen, aber, wo sind meine Sachen? Die habe ich alle in die Truhe gelegt. So viel wie Spitzhacke, Axt und Schaufel. Also dann beenden wir den Part in einer Minute, Leute. Ja. Okay. Wir brauchen noch eine... Wo ist eigentlich die Workbench? Ach ja, die ist hochgejagt worden. Nein. Wie kommst du denn darauf? Die schöne Workbench. Ich glaube aber echt, wir werden irgendwann wieder umziehen. Wir werden uns hier nicht festsetzen, wir sollten weiterziehen irgendwann. Ja, denke ich auch. Weil der Dominik hat uns ja wirklich schon gefunden. Das weiß ich. Weil der war ja hier schon am Anfang. Ich glaube einfach, dass wir gar nicht mal weiterziehen müssen. Wir machen einfach eine Scheinbasis, lassen das hier einfach mal so stehen. Ja, mit leeren Truhen und allem. Ja, und wir können die auch noch locken, dann kann er mit seinem C-Admin das da rausmachen. Und dann ziehen wir einfach unter die Wurzeln von dem Baum, den ich hier gerade sehe. Oder wir ziehen einfach weiter, wir gehen jetzt in eine andere... Okay, dann machen wir hier einen Aufnahmestopp. Okay. Dann, so, Leute. Okay, dann beendet jetzt, glaube ich, jeder für sich die Bahn. Ja. So, Leute, das war's dann auch schon mit der ersten Aufnahmesession der dritten Staffel von Let's Battle Minecraft. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und sage tschüss, ciao. Okay, habt ihr den Part beendet? Ciao.